Kojima, komme aus Japan, bin Pianist. 2015 habe ich ein großes Problem mit meiner rechten Hand bekommen. Die Krankheit heißt Focalidystonie. Das ist eine neurologische Krankheit. Die Krankheit zerstört das Signalsystem zwischen dem Gehirn und meiner rechten Hand. Aber trotzdem, es gibt ein paar Möglichkeiten, Training und so weiter. Und ich trainiere jetzt mit einem wunderbaren Trainer in Berlin. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber trotzdem, ich bin ziemlich sicher, dass ich irgendwann wieder mit meinen beiden Händen spielen kann. Am Anfang war es natürlich ganz schlimme Zeit. Ich habe mich wirklich so überlegt, ob ich weiter Klavier spielen kann oder nicht, ob ich überhaupt weiter Musik machen kann oder nicht. Irgendwann habe ich gedacht, vielleicht spiele ich mit meiner linken Hand. Ich kannte schon damals zwei oder drei Werke, die für die linke Hand allein geschrieben sind. Ich habe Noten gesammelt und habe ein Programm für einen Klavierabend auch gebaut. Davon habe ich wieder große Hoffnung und große Freude bekommen, als Musiker weiterzuleben. Ich möchte immer der Musiker sein, der immer große Freude, große Liebe und große Leidenschaft an die Musik hat.